Schiri, für Dialoge gibt es ja kein Geld untereinander hier. Eine kann man viel, aber im Sport geht sehr viel schnell. Das ist sicherlich irgendwo der Grundstein gelegt, wenn man im Sommer schon sehr gut ist. Da kann man das vielleicht irgendwo sich herauskitzeln und auch im Winter das dann überzeugen. Und mein Motto ist eigentlich, von nichts kommt nichts. Du wirst in deinem späteren Leben wirklich nochmal Botschafter. Du wirst nochmal Botschafter. Immer so ein bisschen schlängeln, nur nicht konkret werden. Ja, ja, und zwar, ich wollte fragen, wie findet ihr denn die Neiche Windregeln? Ich habe das mit Absicht noch offen gelassen, weil ich wusste hundertprozentig, die Frage kommt. Also die Windregel, meine Herren. Im Verbund mit der Geht-Regel setze ich mal hinzu. Uli hat angefangen, jetzt fängst du an. Also ich finde sie kompliziert. Ja, kompliziert muss aber nicht falsch sein. Ich finde sie richtig. Also ist 100% ist sicher nicht richtig. Also das kann man schon mal sagen. Es ist aus einem Grund nicht richtig. Viele wissen wahrscheinlich nicht wieso, aber die Luft ist ab etwa 100 km/h nicht mehr linear. Die Regel ist linear aufgebaut. Aber der Wind ist einfach proportional. Das heißt, je schneller das man ist, je stärker ist die Luft. Also sie hält einen, desto stärker. Das ist ziemlich, darum ist sie so kompliziert. Aber man hat das stark vereinfacht. Und die Frage ist eigentlich, braucht es sie überhaupt? Über die Regel muss man eigentlich gar nicht groß diskutieren. Es ist gut, jetzt hat man mindestens es so gelöst, wer ein bisschen Aufwind hat, also das hilft ja Aufwind von vorne, der wird ein bisschen bestraft. Wer weniger gute Verhältnisse hat, der wird ein bisschen bestraft. Aber die Frage ist, ob man das nicht besser dem Glück überlässt. Das ist nämlich Gott gegeben und diese Formel ist einfach unvollkommen. Von dem her gibt es einfach viel zu tun. Sogar für die Fachleute ist es sehr schwierig, dort wirklich einen guten Konsens zu finden. Und ja, von dem her. Ich bitte nur zu berücksichtigen, dass wir wahrscheinlich in dieser Saison auch 5 Wettkämpfe nicht durchgebracht hätten, wenn wir die Regelung nicht gehabt hätten. Aber Uri noch. Also das Simon hat sicher recht, dass es... Dann hast du einen Job weniger, gell? Ich werde auch bezahlt, wenn es auf dem Plan steht und nicht durchgeführt wird. Ach so, ja. Also Simon hat sicher recht, dass die Berechnung nicht hundertprozentig ist, aber das Wichtigste an der Regel ist, dass sie die Verhältnisse während dem Wettkampf so weit ändern können, dass der Durchgang wiederholt werden müsste. Also es ist einfach der große Vorteil, dass man Springen in kürzerer Zeit durchführen kann und ich glaube, das ist für Zuschauer und Springer angenehmer. Und es hat auch den Vorteil, dass man solche Situationen, wie Gregor passiert ist in Lillehammer, eigentlich vermeiden könnte. Und das hilft, glaube ich, jedem. Und deswegen muss man schauen, wie man das weiterhin jetzt machen wird. Aber grundsätzlich finde ich diese Regel gut. Vor allem, dass man das Geld verändern kann. Du bist schon fast ein Wissenschaftler, ne? Du studierst doch Elektronik. Ja? Ich habe mal angefangen. Ja, ja. Ich habe das gemerkt an der Erklärung. Ich musste schon sehr aufpassen, um da mitzukommen. Ne? Ja, okay. So. Also mir geht es eher um den Nachwuchs. In Österreich haben wir das Problem ja nicht. Simon, aus deiner Sicht, wer von den Jungen, also Eckloff, der Schwanzen, wer von denen hat die meisten Chancen in deinen Augen? Ja, für mich wäre es natürlich toll, wenn alle eine gute Chance bekommen. Österreich ist ja sicher das große Vorbild, vor allem was die Masse an Jungen betrifft. Für mich, mein persönliches Ziel, das wir eigentlich neben der Vierschanzentournee noch fehlt, ist sicher auch eine Medaille mit 3 Mannschaftskollegen. Also gut, wenn ich zuschauen müsste als Fünfter, dann müsste ich sicher halt auch mitnehmen. Aber das wäre sicher auch für die Schweiz eine Riesensache und das streben wir sicher an. Ich hoffe, dass wir zumindest nächstes Jahr wieder eine Mannschaft haben. Der 6. Rang von Kusamo hat eben auch nicht ganz die Realität des Reglements widergespiegelt, die dann schlussendlich zugelassen wurden zu den Olympischen Spielen. Darum haben wir keine Mannschaft. Aber wir haben sicher Chance, mal wieder was zu reißen. Und das ist da auch sicher eine große Motivation, das
Forest Williams. Sie sehen Gregor, der hat schon Angst hier. Der spricht schon vom fünften Platz, Ersatzmann in der Schweiz. Ja, geht schon los hier. Ja, bitte. Ich hätte gerne eine Frage an Simon Ammann. Und zwar habe ich in einem Interview gehört, dass Sie auch im Sommer Fallschirmsport betreiben. Und ich habe über viele Jahre auch den Fallschirmsport betrieben und der ist ja nun medial nicht so sehr vermarktet. Und ich bin immer ein großer Fan des Fallschirmsprings. Und ja, ich wollte fragen, wie Sie das einschätzen im Vergleich, also was eigentlich schöner ist. Ja, was soll ich sagen? Also Fallschirmspringen kann ich jedem nur empfehlen, weil es ist genau wie im Skispringen, aber das Fallschirmspringen ist viel, viel einfacher. Man springt aus dem Flieger, hängt sich total relaxed in die Luft und dann fliegt man. Und wohin? Ja, einfach Richtung Boden. Man kann sogar Skispringen üben, nach vorne fliegen. Also es hat wahnsinnig viele Sachen. Wobei, es ist immer noch so, das Fallschirmspringen hat absolut Vertrauen, also das Material ist wirklich fantastisch geworden. Man geht hin und man macht 7 Sprünge oder 10 Sprünge und kann schon alleine springen. Im Skispringen muss man von vorne weg alleine springen und es ist wirklich... Ja, natürlich. Wenn der erste gut geht, kann man die anderen auch noch machen. Das steht hier, ja. Nein, ich sage, das ist ja nicht für alle, Dirk. Gehen auch nicht alle falsche Spiele. Aber für die das mal machen wollen, können das sogar im Tandem machen. Das kann ich sogar als Olympiasieger niemandem anbieten von der Schanze. Bist du mal mit einem Bundespräsidenten, dem Alten, dann vielleicht mal zusammen Fallschirm gesprungen? Denn Skispringen, das ging ja nicht. Da hast du zu ihm gesagt, mit Verlaub, Bundespräsident, das muss mal sein, da sind sie zu alt. Ja? Genau. Ja, ja.